Ein Messe-Highlight der Küchenmesse im Herbst waren die neuen Neff-Geräteserien mit den auswechselbaren Farbelementen. Wir stellen euch das heute einmal im Detail vor. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchenmesse-Kanal. Ja, auf den Messen werden immer wieder Highlights gezeigt, immer wieder Neuerungen, und auf der letzten Küchenmesse im Herbst hat die Firma Neff, ein Geräthersteller, wie ihr bestimmt wisst, eine neue Linie herausgebracht, und dort könnt ihr die Farben der Lisenen verändern. Das heißt, ihr könnt der ganzen Küche oder auch den Geräten einen anderen Touch geben. Ihr könnt zwischen Bronze, Silber, Schwarz und Anthrazit wechseln, und ihr kommt mit und ich zeige euch, wie das geht. Ja, wie schon gesagt, stellen wir euch jetzt mal in dieser Koje die neue Serie von Neff vor, die sich in der Bedienung, in der Technik und vor allen Dingen auch in der Optik ganz stark verändert hat für das Jahr 2024. Und wir fangen mal mit dieser Schrägesse an. Die heißt, ich lese es eben ab, D98IPT2Y5. Das ist eine super Bezeichnung, die kann man sich ganz toll merken. Ich mache es trotzdem nicht. Allerdings ist die Haube sehr, sehr gut ausgestattet. Sie hat fast 1000 Kubikmeter Luftleistung, auch im Umluftbetrieb, was extrem viel ist. Natürlich ist sie Wi-Fi-fähig, ihr könnt sie in die App einbinden. Und sie hat eine Steuerung zwischen Haube und Kochfeld, sodass sich da eine Art Automatik eben herstellen lässt. Wenn ihr das Kochfeld höher dreht, geht einfach auch die Haube in dem Moment höher an. Wenn ihr das Kochfeld einschaltet, schaltet sich auch die Haube an. Also da ist die Kommunikation zwischen den Geräten gegeben. Was aber halt ganz besonders ist und was sonst kein Hersteller hat, ist dieses Flex-Design, was Neff jetzt neuerdings drin hat. Und ich zeige es euch einmal, wie das funktioniert. Ihr habt jetzt hier die Lisenen rechts und links in Anthrazit-Gray, und die könnt ihr einfach so 2 mm nach oben schieben, dann seht ihr hier dieses Langloch. Man kann sich auch nicht vertun, steht auch Left drauf, wenn man das eben wechseln will. Natürlich macht man das nicht jeden Tag, aber ihr könnt wirklich für ein paar Euro eurer Küche oder euren Geräten einfach eine neue Optik verleihen. Das Draufsetzen geht relativ einfach, genauso wie das Abmachen. Fertig und zu. Bei der Gelegenheit, natürlich hat die Haube vernünftige Metallfettfilter, die auch richtig Material drin haben, um das Fett zu binden. Und was ihr bei diesen Schräghauben immer beachten solltet, dass ihr sie beim Kochen nicht aufklappt. Warum nicht? Das Aufklappen bringt euch überhaupt keinen Vorteil bei der Luftabsaugung. Die Hauben funktionieren deswegen, weil es einen relativ schmalen Bereich gibt, durch den die Luft strömt. Und an den schmalen Bereichen, bei der Menge Luft, die umgesetzt wird, ist es einfach so, dass die Luft schneller strömt. Und durch die schnelle Strömung werden eben die Vrasen auch besser mitgenommen. Deswegen die Hauben, auch andere Geräte, andere Hersteller, nicht aufmachen beim Kochen, bringt keinen Vorteil. Schön zulassen ist besser. Das zu der Haube passende Kochfeld T68PYY4CO hat eine Twist-Pad-Steuerung. Das Kochfeld ist nicht angeschlossen. Ich will auch gar nicht allzu viel dazu erzählen, weil es kommt noch in eine neue Koje später. Und da werden wir es euch im Detail vorstellen, weil es dort mit dem Glasline-Muldenlüfter hinten hinter dem Kochfeld dann angebaut wird. Aber was halt ist, ist diese Twist-Pad-Geschichte. Und auch da gibt es das Flex-Design. Ihr könnt also das Twist-Pad austauschen gegen eins mit einem kupferfarbenen Rand, gegen eins mit einem silbernen Rand oder gegen eins mit einem anthrazitfarbenen Rand. Also auch hier habt ihr die Möglichkeit, die 4 Farben anzupassen. Und dieses Twist-Pad kann ich aber auch mitnehmen und den Backofen damit steuern. Diese neue Serie von Neff hat nicht nur das Flex-Design, sondern auch die Möglichkeit, dass man mit den Twist-Pads den Backofen steuert. Wir haben jetzt hier die Serie mit dem ganz großen Display, was ihr hier sehen könnt. Ihr seht auch nochmal dieses Flex-Design, und ich zeige euch auch gleich, wie schnell und wie einfach das zu wechseln ist. Das ist ein Dampfgarer C29FY5CY0. Natürlich setzen wir euch hinterher auch wieder eine Liste unten rein von allen Geräten, sodass ihr das auf einen Blick nochmal sehen könnt. Das Display funktioniert wirklich ganz, ganz einwandfrei.
Und die Bedienung ist echt klasse. Es funktioniert, wie ihr seht. Und ich kann hier drauf rumtippen, wie ich möchte. Und ich kann jetzt die Temperatur verändern, wenn ich da Lust zu habe, indem ich das hier einfach verschiebe. Ich kann natürlich auch meine Automatikprogramme nehmen. Und kann dann eben frisch, gekühlt und alles Mögliche wird mir sofort angezeigt. Aber ich kann das auch mit dem Twistpatcher. Viele Leute sagen, ich möchte nicht immer wischen, ich möchte ein Gerät haben mit Drehknöpfen. Bei Neff kriegt ihr jetzt beides in einem. Und zwar kann ich ihn einfach hier dran tippen und dann seht ihr schon, dass ich hier das einstellen kann mit dem Twistpad. Und wisst ihr was? Es geht noch besser. Ich kann ja noch einen zweiten Twistpad dran setzen. Und dann schaltet der Backofen automatisch in den Classic-Mode und ich möchte damit fortfahren, ja, okay. Und habe jetzt die ganz normale Steuerung, so wie ihr das von einem klassischen Backofen kennt. Ich habe hier meine Temperatureinstellung und hier meine Heizarten, die ich einstellen kann. Ist das nicht klasse? Also das finde ich total super. Somit ist allen Leuten gerecht. Wird allen Leuten gerecht getan. Ich finde, die Idee ist ganz hervorragend, die Umsetzung ist super und es funktioniert natürlich, wie gesagt, nicht nur beim Dampfgarer, sondern auch beim Backofen. Wir gehen mal zurück auf die Standardeinstellungen und wenn ich die abnehme, die Twistpad, dann geht er natürlich auch gleich wieder zurück auf die normale Steuerung. Also ihr seht, es ist alles von der Bedienung her ganz einfach. Wenn ihr mit Dampf arbeiten wollt, einmal die Taste drücken, dann fährt die Blende nach oben und ihr könnt den Wassertank rausnehmen und mit Wasser füllen. Nach Gebrauch wird das Wasser, was in der Leitung ist, wieder in diesen Tank zurückgeführt und ihr könnt den einfach ausleeren und habt dann immer, wenn ihr den Dampfgarer neu benutzt, auch frisches Wasser im Gerät. Ja, ihr seht, die Bedienung ist super einfach, es funktioniert tadellos. Natürlich hat das Gerät auch eine Regenerierstufe. Das ist ja etwas, was die Mikrowelle nach meinem Ermessen ganz, ganz hervorragend ersetzt, weil ihr könnt hier Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Soße, alles auf einen Teller schön reinstellen. Einmal Wasser rein in den Tank und anschalten, los geht's. Und dann macht ihr das Gericht nicht in 3 oder 4 oder 5 Minuten, wie es in der Mikrowelle aufgewärmt wird, sondern es dauert ein bisschen länger, wie ihr seht, dauert es ungefähr 10 Minuten. Und dann habt ihr aber eine gleichmäßige Durchgarung und die Optik ist vor allen Dingen auch noch wunderbar. Und es schmeckt halt auch noch so wie vor 3, 4 Tagen, als ihr es eigentlich mal gekocht habt. Also Regenerierfunktion in Verbindung mit einem Dampfgerät, immer super. Ja, und dann würde es schon losgehen. Beim Backofen das Gleiche, aber der Backofen hat natürlich die Slide-and-Hide-Technik, die es ja nur bei Neff gibt. Hier ein Gerät mit Pyrolyse, was ihr wiederum erkennen könnt an diesem Drahtgeflecht, sage ich immer wieder gerne. Und auch hier haben wir eine Dampfunterstützung und da könnt ihr rein theoretisch genauso mit dem Regenerierprogramm arbeiten, wie auch bei dem Dampfgarer, bei dem ihr natürlich nicht nur dämpfen könnt, sondern auch backen könnt. Also es ist ein Gerät, das hat Hitze und Dampf und kann das auch beliebig kombinieren. Also ein echter Multikönner in der Küche. Ja, und natürlich habe ich auch hier meine 2 Twistpad-Lösungen und kann das Gerät so bedienen, wie ich halt möchte. Entweder voll elektronisch oder mit den Drehknöpfen. Wie gesagt, eine tolle Geschichte. Ja, beim Backofen selbst habe ich natürlich auch meine ganzen Heizarten und ich habe auch hier die Gerichte, die ich mit Dampf machen kann. Ich habe hier bei Reinigung die pyrolytische Selbstreinigung, wie schon gesagt. Und da könnt ihr ja auch das Backblech mit drin lassen und das Rost mit drin lassen. Funktioniert wirklich einwandfrei. Ihr habt immer noch eine zusätzliche Informationsmöglichkeit bei dem Backofen. Also es ersetzt auch viel Wissen, wenn man das Gerät hat, um damit vernünftig zu arbeiten. Selbstverständlich könnt ihr auch Zeiten einstellen, das heißt, ihr schiebt euer Essen schon rein und macht das Programm an und sagt aber, sei fertig heute Abend um 8. Dann kann der Backofen das natürlich auch. Die Schaltung gibt es auch bei viel günstigeren Geräten, bei Neff. Also das kann man ganz wunderbar benutzen. Ja,
Was ich euch zeigen wollte, zusätzlich war noch die sogenannte Seamless Combination. Wir haben hier ein 45er Gerät, wir haben hier ein 60er Gerät und darunter haben wir noch eine Schublade. Das ist jetzt eine Zubehörschublade, die gibt es natürlich auch als Wärmeschublade. In dem Fall ist es die Zubehörschublade, damit wir diese schönen, tollen Sachen unterkriegen, die wir zeigen, damit ihr seht, wie man eben die Farben verändern kann. Und zwar geht das wirklich, wirklich simpel. Ihr braucht, um den Griff zu ändern, nur diesen kleinen Imbus. Um die Lisenenfarbe zu ändern, braucht ihr noch nicht mal Werkzeug. Ihr braucht euch nur eine neue Seamless Combination Leiste zu kaufen. Und die ist hier tatsächlich nur dran geklipst. Und die kann man ganz einfach abklipsen. Und dann kann man die neue Farbe einfach einsetzen. Wichtig ist, wenn ihr es montiert, beim ersten Mal, der rote muss immer nach oben und die unteren müssen alle grün sein. So, und dann wird die einfach wieder aufgeklipst. Und wenn es geklackt hat, ist es schon fertig. Ja, und auch Griff austauschen ist total easy. Einfach hier unten rein, zwei, dreimal drehen, andere Seite. Denn ihr seht ja, hier ist ein bronzefarbener Griff an einer anthrazitfarbenen Küche und wir wollen das ja schön haben und zack, Schrauben gelöst. Na, so. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Ich habe es vorhin schon fünfmal geübt, damit es hier vernünftig läuft und dann einfach festschrauben. Und schon ist eure Küche Ton in Ton bei den Geräten. Also, ihr seht, das Flex-Design von Neff ist eine super Geschichte. Man kann den Geräten damit echt neues Leben einhauchen, neue Optik der Küche geben. Finde ich total gut und es ist echt auch nicht teuer. Ich gucke mal ganz kurz in den Katalog. Leisten für den Backofen zum Beispiel. Also rechts und links die Leiste und der neue Griff, das sind 75 Euro im Katalog. Also da kann man echt nicht meckern und für so wenig Geld, dass man das Ganze einfach neu aufhübschen kann. Wir haben auch wieder eine hochgebaute Spülmaschine in der Ausstellung und zwar ist es die S257ZB802E von Neff, ein Topgerät. Bei BSH habt ihr jetzt immer die Möglichkeit, oben seht ihr die Rollen schon dafür, eine Besteckschublade oder einen dritten Korb, je nach Gerätehöhe, nachzurüsten. Das heißt, ihr seid immer flexibel. Das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Wir haben eine Zeolith-Trocknung in diesem Gerät. Das ist dieses kleine Element da hinten. Das ist ein besonderer Kristall, der zieht Feuchtigkeit an. Und zwar ist das von Vorteil, wenn ihr viel Plastik in der Maschine habt. Denn wenn die Spülmaschine den letzten Spülgang macht, dann tut sie das so heiß wie möglich und dabei erhitzen sich alle Dinge, die da drin sind. Und danach wird kaltes Wasser in einen Tank an der Seite der Spülmaschine gepumpt. Das heißt, die Stahlwand innen kühlt extrem ab und die heiße, feuchte Luft kondensiert an der kalten Metallwand. Das kennt ihr, wenn ihr eine Dose Cola oder eine Dose Bier aus dem Kühlschrank nehmt im Sommer, dann ist die ruckzuck außen feucht. Das ist das gleiche Prinzip wie bei der Spülmaschinentrocknung. Aber bei Kunststoffelementen, kennt ihr das, wenn ihr die Spülmaschine ausräumt, da ist überall noch Wasser, da sind Tropfen, da sind Wasserpfützen oben drauf und der Zeolithkristall, der zieht noch zusätzlich die Luftfeuchtigkeit, eben die Feuchtigkeit aus der Luft in der Spülmaschine, weil dieser heiße Spülgang, der erhitzt eben das Material, was da drin ist und Stahl von den Töpfen oder Porzellan von den Tellern oder Tassen, das kann natürlich diese Hitze auch speichern und langsam wieder abgeben, aber so ein Kunststoffelement speichert diese Hitze natürlich nicht und deswegen wird die Trocknung dann auch nicht so gut und da hilft das Zeolith-Element einfach, um ein super Trocknungsergebnis zu haben. Natürlich habt ihr ganz viele Verstellmöglichkeiten bei den Geräten und hier habt ihr auch eine Gummilippe, das heißt, wenn ihr empfindliche Gläser habt oder so, werden die nicht geschädigt. Ihr könnt hier Sachen umklappen, wenn ihr eben größere Elemente unterbringen wollt. Das geht ganz einfach. Diese Reihe lässt sich nicht umklappen. Aber hier könnt ihr jetzt auch große Elemente machen. Auch das kann man einfach abmachen. Man kann den Korb in der Höhe verstellen, egal ob er jetzt beladen oder leer ist.
und natürlich lässt er sich auch rausnehmen, wenn man das mal möchte. Und wenn man eine dritte Ebene oben einfügt, würde ich natürlich empfehlen, dass der Korb nach unten rutscht. Aber dann kriegt ihr unten natürlich nicht mehr die ganz großen Teller rein. Aber ihr seid eben flexibel mit dem Einstellen bei dem Gerät. Das finde ich super. Ja, das ist, wie ihr hier sehen könnt, ein Gerät in der Klassifizierung B. Das war früher ein A++, weil die Energielabel sind ja novelliert worden und es gibt gar kein A++, und A++ und A+ ja, aktuell. Alles wurde abgestuft, das heißt nicht, wenn ihr da irgendwo D seht oder E, dann ist es nicht wirklich energiefressend, sondern es ist einfach nur eine neue Einstufung. Denn ihr seht ja hier 100 Betriebszyklen, 64 Kilowattstunden, das heißt 0,64 Kilowattstunden kostet ein Spülgang. Also wenn ich jetzt mit meinetwegen 50 Cent für eine Kilowattstunde rechne, sind es eben 32 Cent, die der Spülgang kostet. Und ich behaupte, für das Geld könnt ihr das nicht selber machen, selbst wenn ihr jetzt noch Spülmittel und Wasser dazu rechnet. Ja, last but not least, eine Neuheit auch von der Messe. Hier in dieser Küche der große Kühlkombinationsschrank, Kühl-Gefrier-Kombinationsschrank von Neff mit 100 Liter Gefrierfach knapp und 284 Liter Kühlfach, also da geht jede Menge rein. Wir haben ja auch noch mal schon mal ein extra Video nur für den Kühlschrank gemacht. Das könnt ihr auch gucken. Da könnt ihr mal sehen, was da alles so reinpasst. Beleuchtung super. Selbst für die Gefrierschublade ist hier ein Licht drin, weil normalerweise die Gefrierschränke ja nicht beleuchtet sind. Finde ich total super. Ein Gerät, das wirklich schon fast von der Stauraummenge her den Side-by-Side-Kühlschrank ersetzen kann. Achtet bitte nur darauf, das Gerät ist 1,94 hoch. Das heißt, wenn ihr eine relativ kleine Person seid, dann ist das vielleicht schon zu hoch für euch und das Gerät ist dann vielleicht nicht geeignet. Nicht, dass es hinterher eine böse Überraschung gibt. Soweit zu den Neff-Geräten. Die Neuheiten, die es auf der Messe gab, sind hier sozusagen alle verbaut. Und mich würde interessieren, wie seht ihr das? Wie gefällt euch diese Technik mit dem Flex-Design? Was sagt ihr dazu mit einer Dunstabzugshaube, die fast 1000 Kubikmeter umwälzt? Was ich noch vergessen habe, die gibt es auch in 80 cm Breite, hat sie etwas weniger Leistung, aber im Grunde genommen sonst genau die gleiche Technik. Das Twist-Pad-Element, wo ich den Backofen mitsteuern kann oder den Dampfgarer. Was ist eure Meinung? Ist das Spielkram? Kann man das gut nutzen? Ist es eine Hilfe für jemand, der eben sagt, nein, ich möchte gerne eher eine klassische Bedienung haben und der andere sagt, nee, ich will es eben so haben. Was ist eure Meinung zu den Neuheiten von Neff?